Moin moin und herzlich willkommen zu dieser Rezension zu Kill Creek von Scott Thomas, Das Böse will nur spielen. Das Buch ist als Taschenbuch im Heine Verlag erschienen, kostet 14,99 € und hat in etwa 550 Seiten. Das Buch ist im September 2019 erschienen, liegt schon ein bisschen bei mir, aber jetzt habe ich es endlich gelesen und kann euch das Ganze vorstellen. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, beim Bloggerportal angefragt und sage daher vielen lieben Dank an den Heine Verlag. Ich sage aber auch vielen lieben Dank an meine Kolleginnen, die mir das als Gastgeschenk mal mitgebracht haben, weil sie dachten, das ist genau meins und damit hatten sie total recht. Ich hatte es dann zwar doppelt, aber ich habe dann das eine Exemplar aussortiert und jemand anderen damit glücklich gemacht. Dennoch bin ich natürlich mit dem Verlag einen Handel eingegangen und ich möchte natürlich mein Versprechen einhalten, hier eine Rezension zu drehen und freue mich auch darüber, denn über dieses Buch möchte ich sehr, sehr gerne sprechen. Ich finde, optisch sieht man schon, worauf man sich in diesem Buch einlässt, alleine schon wegen dieser roten, unheimlichen Schrift und auch dem Wort Kill in den Namen, aber auch die schwarze Silhouette des Hauses erkennt man natürlich sofort. Man sieht einen Baum mit einem Galgen, denn die verschiedenen Giebel des Hauses und noch zwei unheimliche Frauen, die vom Dach herunterspähen. Ja, das Ganze ist ein Horrorroman mit einem klassischen Horrormotiv und zwar dem Spukhausmotiv oder auch Haunted House Motiv, wie man so schön sagt. Ich finde aber, dass hier dieses Haunted House Element sehr modern umgesetzt wurde und daher auch nochmal so einen frischen Wind mit reinbringt und das Ganze irgendwie auch nochmal ein bisschen anders aufmacht. Wir treffen hier auf vier verschiedene und sehr berühmte Horrorautoren, die aus den unterschiedlichsten Subgenres kommen der Horrorliteratur. Ob das nun Extremhorror ist, wo wirklich Blut und Gewalt im Vordergrund steht, oder ob das Ganze sehr klassisch ist oder aber für Jugendliche und für Kinder geschrieben ist und das Ganze sogar noch eine Moral enthält. Ja. Diese Figuren werden uns vorgestellt und alle vier erhalten eine mysteriöse Einladung zu einem Interview. Das Interview soll an Halloween in dem wohl bekanntesten Spukhaus der Gegend im Finchhaus stattfinden und dann aus dem Haus soll das Interview in das Netz live ausgestrahlt werden. Zunächst wissen die Autoren nicht, ob sie das Ganze überhaupt ernst nehmen können, ob das irgendwie ein Spaß ist, ob man das als seriöse Einladung sehen darf. Und ihnen kommt das eben ein bisschen spanisch vor und sie möchten erst nicht zusagen. Allerdings scheint derjenige, der diese Einladung verschickt hat, über ihre Problemchen Bescheid zu wissen. Jeder hat irgendwie so sein Geheimnis und sein Problem im Schriftstellerdasein oder im privaten Leben. Und somit hat derjenige, der die Einladung stellt, auch ein Druckmittel. Und dann wird den Autoren schnell klar, okay, vielleicht wäre so ein bisschen PR für ihre Bücher oder für ihr Ansehen gar nicht schlecht. Und sie sagen alle zu und treffen aufeinander. Sie kennen sich untereinander nicht. Sie wissen natürlich voneinander, weil es eben sehr berühmte Schriftsteller sind. Diese vier Autoren treffen aufeinander. Da hakelt das immer so ein bisschen auch zwischen denen. Also so richtig grün sind sie sich nicht sofort. Es gibt auch einen Wissenschaftler, der sich über diese übernatürlichen Vorkommnisse in dem Haus schlau gemacht hat und die untersucht hat und darüber ein Buch geschrieben hat. Und das wurde eben unter den Teilnehmern verteilt, sodass sie sich ein bisschen einlesen können und dass das Ganze natürlich noch mehr Wirkung erzielt, wenn sie die Geschichte des Hauses kennen. Denn die Geschichte ist natürlich durchaus sehr, sehr düster des Hauses. Ansonsten würden es nicht so viele Spukgeschichten über dieses Haus geben. Man erfährt, dass es ja einige Morde und auch viele scheinbare Selbstmorde gibt, aber die sehr, sehr mysteriös sind und da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ja, mit rechten Dingen geht es natürlich auch in dem Haus irgendwann nicht zu. Zu Anfang machen sie sich darüber lustig und es ist auch alles in Ordnung, aber in der Nacht scheint das Haus zu erwachen und es schleicht sich in die Köpfe, in die Albträume der Bewohner dieses Hauses ein und lernt ihre größten Ängste kennen. Und als sie nach dem Interview wieder nach Hause gehen, scheinen sie das Böse mit sich nach Hause genommen zu haben. Ja, was genau das Haus möchte und was genau dieses Böse in dem Haus ist, das müsst ihr natürlich selbst erfahren, wenn ihr das Buch lest. So viel zum Inhalt möchte ich sagen.
Aber ich kann euch sagen, dass es mich zum einen schon irgendwo überrascht hat, obwohl das ja so ein typisches, klassisches Motiv der Horrorliteratur ist, in ein Spukhaus zu kommen und dort dann ein bisschen unheimliche Dinge mitzubekommen. Aber es hat mich hier überrascht, dass wir erstmal eine lange Zeit verstreichen lassen müssen, bevor wir überhaupt in dem Haus ankommen. Und dass wir gar nicht so lange in diesem Haus verweilen, sondern auch ziemlich schnell wieder in der Realität bzw. in dem Alltag der Autoren drin sind, dann aber mitbekommen, dass das Ganze irgendwie nicht aus ihren Köpfen herausgeht, dieses Interview bzw. der Aufenthalt dieses Hauses. Also das hat mich überrascht und das fand ich zum einen auch echt cool, dass es eben nicht so wie erwartet ist, sondern dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht und es nicht so vorhersehbar war. Andererseits war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich das gerade immer toll finde, wenn man viel mehr über die Geschichte des Hauses erfährt, wenn die Figuren in die Zimmer des Hauses gehen und dort mehr und mehr Geheimnisse des Hauses aufdecken und dadurch auch die Geschichte, warum es da spukt, mehr aufgedeckt wird. Das gab es nicht so richtig. Das fand ich ein bisschen schade, davon hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt. Andererseits fand ich es aber toll, wie das Buch sich Zeit gelassen hat, besonders am Anfang, beziehungsweise der Autor hat sich Zeit gelassen, die Figuren einzuführen. Und das war, finde ich, auch eine große Stärke des Buches, die Figuren. Die waren sehr, sehr tief und sehr facettenreich. Bevor wir überhaupt in diesem Haus gelandet sind, stellt uns der Autor hier eben nach und nach die Autoren vor in ihrem Alltag. Manche mehr, manche weniger, manche detaillierter und manche eben weniger detailliert. Und es werden eben die Problemchen im Alltag, im Schriftstelleralltag oder im Privaten dargestellt. Manche Geheimnisse werden nur angedeutet und kommen erst später ans Licht. Und das macht das Ganze natürlich auch interessant. Die Figuren waren durchaus sympathisch oder hatten auch sympathische Züge, aber es waren auch unsympathische Züge dabei, die das Ganze aber auch sehr authentisch gemacht haben. Also die Figuren waren sehr gut ausgefeilt und man könnte glauben, dass es die tatsächlich geben würde. Man hat dadurch natürlich sehr gut mitleiden können, weil sie eben sympathische Züge hatten, aber das Ganze wirkte natürlich viel realistischer und authentischer, weil sie eben so facettenreich waren und auch ihre Ecken und Kanten haben. Dadurch, dass die Autoren so unterschiedlich sind und natürlich auch jeder so seine Art und Weise des Schreibens vertreten, haben sie auch viele Dialoge gehabt, die sehr unterhaltsam waren, wo sie sich eben gegenseitig so ein bisschen auf den Arm genommen haben und Wortgefechte geliefert haben, weil sie den anderen vielleicht nicht ganz ernst genommen haben, weil er vielleicht eben Kinder- und Jugendliteratur schreibt oder eben einfach nur Gemetzel oder eben weichgespült ist. Also da konnte man je nach Punkt oder je nach Sicht, Perspektive des Autoren oder der Autorin dann sehen, wie das Ganze wahrgenommen wird. Und das fand ich eben auch cool, weil hier eben so viele Facetten der Horrorliteratur auch dargestellt werden. Nicht nur, dass die Dialoge dadurch irgendwie sehr unterhaltsam geworden sind, sondern einfach auch, weil wir hier die Horrorliteratur ein bisschen beleuchtet haben. Und nicht nur das, sondern der eine Autor, der unterrichtet auch in einer Universität und hält Vorlesungen ab über Horrorliteratur. Und das fand ich so spannend. Ich habe ja nun auch Germanistik studiert und es gab immer mal wieder ganz coole Vorlesungen, aber über Horrorliteratur gab es leider keine Vorlesung. Ich hätte die sofort ausgewählt und sofort besucht. Also da habe ich wirklich mit Spannung mitgelesen. Besonders am Anfang gab es halt eben diese Vorlesung, wo er darüber gesprochen hat, was es für Elemente gibt und was es für Wirkungen hat auf den Leser. Richtig, richtig cool gemacht. Deswegen war ich dem Autor auch gar nicht böse, dass er sich am Anfang so Zeit gelassen hat, eben weil die Charaktere dadurch einen sehr nahe gegangen sind und man dadurch viel mehr mitleiden konnte und mitfiebern konnte und eben eine ja tolle, facettenreiche Sicht auf die Horrorliteratur dadurch geliefert hat. Es gab auch einige Szenen, die mich wirklich gegruselt haben, besonders eben im Haus, aber auch dann im Alltag, wo man es gar nicht mehr so erwartet hat, hat einen das denn doch überrascht und das fand ich natürlich gut, weil es eben, wie ich schon erwähnt habe, nicht ganz so vorhersehbar war und jeder Autor dann auch mit seinen Problemchen und mit seinen Ängsten konfrontiert war und dann herauszufinden, was da überhaupt dahinter steckt und was genau das Ziel des Hauses oder der Kraft in dem Haus ist,
Fand ich echt ganz cool herauszufinden. Wie gesagt, hätte ich gerne noch viel mehr Hintergrundgeschichte gehabt und noch viel mehr ja, aufgedeckt bekommen aus der Vergangenheit. Vieles wurde schon am Anfang so ein bisschen aufgedeckt. Da hätte ich ein bisschen mehr gedacht und auch diese gruseligen Szenen im Haus hätten für mich mehr sein können. Das war halt eben in der Mitte, wo sie zu diesem Interview da sind und dann am Ende, wo sie sich dann alle nochmal zu dem Finale sozusagen treffen und das war dann auch noch mal wirklich ein Höhepunkt. Da war es wirklich spannend, da war es ein Page-Turner, da wollte man wissen, wie es ausgeht. Da kam dann auch noch mal so ein bisschen Gemetzel und Verfolgungsjagden und Blut zum Vorschein. Da war es dann nicht ganz so unterschwellig, aber das war auch vollkommen okay. Das war eine gute Mischung hier drin und das Ende war so ein typisches Horrorende, was ich immer liebe an Horrorliteratur oder an Horrorfilmen, dass es eigentlich jetzt zu Ende ist und dann kommt noch mal so ein kleiner Kniff, so ein kleiner Dreh, aber das Böse ist doch noch irgendwo da draußen. Wie das Ganze aussieht, erzähle ich euch natürlich nicht, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wenn ihr Horrorliteratur oder Horrorfilme konsumiert und das gefällt mir dort immer sehr, sehr gut. Ich kann es also jedem Horrorleser empfehlen, der auch so gerne dieses Horrorhausmotiv in Büchern mag, aber auch ein bisschen frischen Wind da drin haben möchte und eben auch gut durchdachte Figuren gerne hat und auch mal so ein bisschen in die Horrorliteratur, in diese Branche einsteigen möchte, dem kann ich das Buch sehr empfehlen. Und zum Schluss möchte ich euch eine kleine Passage vom Prolog des Buches einmal vorlesen. Kein Haus ist von vornherein böse. An die meisten Häuser denkt man voller Zuneigung, wenn nicht sogar Liebe. Und da machte das Haus am Kill Creek anfangs auch keine Ausnahme. Das Haus bestand aus ganz gewöhnlichem Holz, aus Nägeln, Mörtel und Stein. Es stand nicht auf unheiligem Boden und weder Hexen noch Zauberer wohnten darin. Ein Mann erbaute es im Jahre 1859 in Kansas, ganz alleine mit seinen eigenen Händen. Nur gelegentlich halfen ihm Freunde aus der nahegelegenen Ortschaft Lawrence. Einige schöne Jahre lang erfüllte eine leidenschaftliche Liebe seine vielen Räume, wenngleich es auch eine geheime Liebe war, das Flüstern zweier Herzen. Wie in den meisten Häusern, in denen es angeblich spukt, spielte sich auch im Haus am Kill Creek eine Tragödie ab. Ja, das so als kleiner Appetizer. Also der Prolog hatte mich irgendwie gleich schon gefangen genommen. Fand ich richtig gut. Also auch der Schreibstil hat mir gefallen. Der war gut wegzulesen und dennoch nicht zu platt. Obwohl meine Erwartungen hier nicht völlig erfüllt worden sind und ich teilweise auch ein bisschen enttäuscht war, hat dieses Buch aber so viel mehr zu bieten, was das Ganze wieder aufwiegt, sodass ich diesem Buch auf jeden Fall 4 Sterne vergeben möchte. Nun möchte ich natürlich gerne von euch wissen, ob ihr das Buch schon gelesen habt und wenn ja, wie es euch gefallen hat, ob ihr noch irgendwelche anderen Punkte anbringen möchte, die ich noch nicht genannt habe, oder ob ihr vielleicht gewisse Punkte ganz anders seht. Ja, und an diejenigen, die es noch nicht gelesen habt, habt ihr da Bock drauf? Oder sagt ihr, ach nee, schon wieder eine Spukhausgeschichte, kennt man doch jetzt alles schon so. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch jetzt noch eine schaurig schöne Lesezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!